Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute werde ich mal wieder einen Tag lang nur Food-Neuheiten testen. Ich war wie immer in dem einen oder anderen Supermarkt unterwegs, auf der Suche nach ein paar Food-Neuheiten. Ich bin natürlich fündig geworden. Ich habe mich aber nur für die Dinge entschieden, wie immer, die mich richtig geil gemacht haben und wo ich mir gesagt habe, ey, das musst du unbedingt für die Leute testen. Ich würde euch empfehlen, bis zum Ende dran zu bleiben. Es ist richtig geiler Shit dabei und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Video. Okay, Freunde, beginnen wir mit dem Frühstück und somit mit der ersten Food-Neuheit für heute. Jeder von euch kennt doch wahrscheinlich noch diesen Paula-Joghurt von damals. Kindheit. Wer das Zeug nicht kennt, hat auf jeden Fall was in der Kindheit verpasst, sage ich mal so. Die Bursche vom Dr. Oetker haben sich jetzt gedacht, ey, dieses Produkt lief so gut, das hat dem ein oder anderen Kind super geschmeckt, hauen wir einfach mal ein Müsli raus. Ich habe einfach ein Paula Müsli gefunden. Alter, sieht so geil aus. Ich bin mal gespannt, ob das Ganze schmeckt. Ich glaube, da gibt es kein Zwischending. Entweder schmeckt es richtig geil oder richtig beschissen. Naja, ich bereite das Ganze jetzt für mich süßen Typ mal. Komm mal zu. Paula ist Arschritte. Leute, was ich direkt sagen muss, allein beim Einschütten von diesem Müsli hier bin ich direkt positiv gestimmt, also rein optisch jetzt. Es sieht einfach nur farbenfroh aus und wir haben jetzt hier 3, 4 verschiedene Müsli-Sorten am Start. Und eine Sache ist mir gerade noch aufgefallen, hier hinten auf der Verpackung, für die richtigen Paula-OG-Fans gibt es noch ein dezentes Rätsel kostenlos dazu. Das heißt, man kann sich ein Paula-Müsli reinziehen und währenddessen sein Gehirn ein bisschen anstrengen und das Rätsel lösen. Also auf den ersten Geschmack kann ich gar nicht sagen, was ich rausschmecke. Also diese 3, 4 verschiedenen Müsli-Sorten sind in meinem Mund und ich schmecke jede Sorte irgendwie raus. Aber was direkt durchkommt und was auch richtig, richtig geil ist, sind diese kleinen Paula-Chips hier. Die geben dem Müsli so einen richtig geilen schokoladigen Flavor. Ich werde die Schale kurz einmal wegmachen und danach gibt es mein endgültiges Fazit. Ich habe ja in der Vergangenheit die ein oder andere Schöpp-Müsli-Neuheit probiert. Ich war sehr enttäuscht von der ein oder anderen Firma. Aber hier muss ich sagen, ich bin positiv überrascht. Das ist ein Müsli, was mir sehr, sehr gut gemundet hat. Und für die Leute, die Paula feiern, können sich dieses Müsli hier auch gerne holen. Und die werden nicht enttäuscht sein, sage ich mal so. Und falls euch dieses Format gefällt und ihr es in Zukunft weiterhin sehen möchtet, dann lasst auf Ehrenbruder-Basis einfach mal einen Daumen nach oben da. Durch so süße Sachen kriege ich irgendwie immer noch mehr Hunger. Deswegen gehen wir jetzt hier ab an den Kühler. Und jetzt kann es weitergehen mit der nächsten Food-Neuheit, nämlich mit diesem wunderschönen Kollegen hier, den werde ich jetzt dick fett in den Ofen schieben. 20 Minuten später. So, bei der nächsten Food-Neuheit handelt es sich um die Terence Hill und Bud Spencer Pizza hier. Also damals als kleines Kind habe ich mir immer so gedacht, wo mein Vater das Ganze geschaut hat, was ist das eigentlich für ein Müll? Aber heutzutage kann ich es ein bisschen nachvollziehen. Ich feiere das auch einigermaßen. Das ist jetzt hier eine 4-Käse-Pizza. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine 4-Käse-Pizza gegessen. Wir haben jetzt hier Blauschimmelkäse drauf, Bergkäse, Mozzarella und Cheddar. Und es riecht verdammt stinkig. Also dieser Schuh von meiner Mutter hier riecht sogar einen Ticken besser als diese Pizza hier. Und das heißt schon was. No front, Mama. Also den Kollegen mal ab hier. Zack. Pizza ist nicht vorgeschnitten, deswegen würde ich sagen, beiße ich einfach mal im Ganzen rein. Also auf dem ersten Bissen muss ich sagen, es hat eine sehr, sehr käsige Note. Ach was. Aber schmeckt verdammt geil. Ich glaube, das ist hier dieser Blauschimmelkäse. Da beiße ich auch immer auf dezent rein. Hat eine sehr, sehr würzige, intensive Note. Aber für meinen Geschmack nicht so intensiv. Ich kann sagen, das ist eine Pizza, die ich jetzt in der Zukunft vielleicht das ein oder andere Mal auch essen werde. Denn 4-Käse-Pizza habe ich in der Vergangenheit ja noch nicht gegessen. Habe ich euch ja gesagt. Aber ich muss sagen, 4-Käse-Pizza kann was. Daumen nach oben dafür. Jetzt können wir direkt weitermachen mit einer Geschichte, wo ich in der Vergangenheit die ein oder andere schlechte Erfahrung mitgemacht habe. Es handelt sich nämlich um Mikrowellenburger. Das Ganze habe ich bei Kaufland neu entdeckt. Wir haben einmal den Geschmack Spicy Chicken und Coleslaw. Hier drauf bin ich auf jeden Fall gespannt, denn dieses Coleslaw-Zeug hier gibt es ja bei KFC und das feiere ich übertrieben. Deswegen hoffe ich mal, dass das Ganze hier schmeckt und mich nicht enttäuscht. Und einen Beef und Bacon Burger. Und das Ganze werde ich jetzt ab in die Mikro schieben. Irgendwann später. Wisst ihr, was mich aber sehr, sehr positiv stimmt, dass das Ganze jetzt hier nicht in so einer Windel eingepackt ist? Denn in der Vergangenheit habe ich ja den ein oder anderen Mikrowellenburger schon getestet und diese Burger waren immer in so einer Folie, in so einer Windel eingepackt und dadurch war dieser Burger richtig, richtig matschig, labberig und ungenießbar. Der Burger ist jetzt hier auch nicht überkrass knusprig, aber auch nicht labberig. Das Fleisch sieht aber verdammt eklig aus. Es sieht sowas von gepresst und ungenießbar aus. Und der Bacon ist einfach roh hier drauf, nicht irgendwie angeröstet oder angebraten. Das feiere ich überhaupt nicht. Und die Tomaten, was machen die denn hier seitlich? Die wollen gar nicht auf dem Burger sein. Naja, Augen zu und durch. Leider eine Enttäuschung. Schmeckt halt wie der typische Mikrowellenburger. Es ist einfach ein Beef- und Bacon-Burger und meiner Meinung nach fehlt hier irgendwie eine geile Barbecue-Soße oder ein bisschen Ketchup. Wir haben jetzt hier nur Käsesoße drauf und irgendeine Remoulade. Wenn ich das Ganze jetzt nach Schulnoten bewerten müsste, würde es von mir sowas von eine 6- bekommen. Alter, das ist der größte Schmutz. Was ist das, Alter?
Aber vielleicht überzeugt uns der Kollege ja hier mehr. Also rein optisch sieht das hier noch ekliger aus als der hier. Alter, was ist das? Es sieht so aus, als hätte hier einer draufgeschissen, draufgekotzt. Ehrlich gesagt möchte ich hier gar nicht reinbeißen, Alter. Naja, fürs Video. Bruder, den Geschmack, den ich jetzt habe, habe ich in der Art so auch noch nicht geschmeckt. Ist leicht scharf. Dieses Hähnchen ist sowas von ungenießbar. Und dieser Krautsalat hat auch nichts mit dem Krautsalat von KFC zu tun. Kriegt von mir auch eine 6-, Alter. Ihr seht, wo ich mich befinde und ihr wisst, was das heißt. Jetzt werden ein paar Snack-Neuheiten getestet, die sich in der wunderschönen Aldi-Tüte hier befinden. Ich habe einiges am Start, von süß bis salzig alles dabei. Wobei ich gerade sehe, ich habe nur eine salzige Sache am Start, nämlich diese Pringles hier. Das war es mal wieder komplett. Das Ganze ist hier eine Limited Edition und der Flavor wäre Buffalo Wings. Das heißt, diese Chips, diese Pringles sollen hier nach Chicken Wings schmecken. Da bin ich mal übertrieben gespannt, Alter. Die riechen halt wie ganz normale Pringles mit so einem dezenten Hähnchengewürz drauf. Kleiner Real Talk zu Pringles. An sich feiere ich Pringles überhaupt eigentlich gar nicht, weil die sind mir einfach so perfekt. Ich feiere es einfach, wenn man eine ganz normale Chipstüte, bam, aufmacht. Am besten die von Funny Frisch und jeder Chip unterschiedlich groß ist, unterschiedlich gewürzt. Das sind die perfekten Chips für mich zu so einem dezenten Fernsehabend. Wie sieht es bei euch aus? Schreibt es in die Kommentare. Da muss nochmal nachgelegt werden. Leider eine kleine Enttäuschung. Es schmeckt halt null wie ein Chicken Wing. Die schmecken halt wie die ganzen normalen Paprika-Pringles mit einer dezenten Süße im Nachhinein und ein bisschen mehr Schärfe. Schade, Versuch war es wert. Für zwischendurch was zum Spülen kann nicht schaden. Ich habe jetzt eine dezente Müllermilch. Ist das auch wieder eine Limit Edition? Das Ganze ist im würzigen Zimtgeschmack. Riechen tut es wie ein Zimtporridge. Und geschmacklich ist es ein bisschen too much, meiner Meinung nach. Alter, es schmeckt ja extrem nach Zimt. Jetzt geht's weiter mit einem Produkt, wo ich relativ viel mit verbinde. Habe ich in meiner Kindheit schon oft gegessen, auch das eine oder andere Mal mit zur Schule bekommen. Jeder von euch kennt auch diesen Exquisa Mini-Kuchen hier. Das Ganze gibt es jetzt einfach in der Cheesecake Lemon-Variante. Alter, es sieht so geil aus. Es riecht auch wunderschön frisch, einfach richtig geil nach Zitrone. Ich liebe das. Ja, Mann, das schmeckt viel besser als der ganz simple Exquisa-Kuchen. Es ist viel, viel geiler, Alter. Jetzt geht's weiter mit einer Produktneuheit, wo ich richtig geil drauf bin. Der Kollege liegt bei mir locker schon 1-2 Monate rum, weil ich ja warten musste, bis ich dieses Video hier drehe. Aber die Verlockung war sehr, sehr groß, das ein oder andere Stück zu snacken. Es handelt sich nämlich um die M&M Cookies im Double Chocolate Geschmack. Mashallah, Bruder. Also ehrlich gesagt, ich hätte jetzt ein bisschen größer erwartet. Es ist schon mickrig. Was ich auf dem ersten Biss direkt schade finde, das Ganze nicht so soft ist, sondern eher richtig keksig. Aber rein geschmacklich mit diesen Chocolate Chips und diesen M&Ms. Mashallah, Bruder. Das schmeckt richtig, richtig geil. Wäre die Konsistenz jetzt noch ein Ticken weicher. 1+ mit Sternchen, ja. So leider nur mit 2+ mit Sternchen. Jetzt geht's weiter mit etwas Eisigen. Ich habe jetzt hier zwei Eisneuheiten am Start. Einmal Ferrero Rocher am Stiel und Raffaello am Stiel. Also Raffaello an sich kennt wahrscheinlich jeder und liebt wahrscheinlich auch jeder. Und Ferrero Rocher ist auch einfach nur Liebe. Und das Ganze als Eis jetzt kann ich mir verdammt geil vorstellen. Das an der Stelle war es einfach komplett, Digga. Ich will das Eis hier rausziehen. Was passiert mir? Ich habe einfach nur den Stiel in der Hand und das Eis steckt hier drin. Oder sowas kann auch nur mir passieren. Es ist krank. Es ist einfach nur lecker. Bruder, was haben die da verdammt nochmal hergestellt? Diese weiße Schokolade in der Kombination mit dem Kokosgeschmack. Mashallah, es schmeckt einfach nur krank heftig. Ich habe gar kein Wort dafür. Mal schauen, ob der Bruder das toppen kann. Also bei dem Bruder habe ich direkt diesen Wow-Effekt gehabt, habt ihr ja gesehen. Den habe ich hier leider nicht. Das Ganze schmeckt halt extrem schokoladig, aber auf gar keinen Fall schlecht, versteht mich nicht falsch. Für Schokoladenliebhaber wäre das hier wahrscheinlich eine 1+ mit Sternchen. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen diesen beiden Eis, dann würde ich auf jeden Fall das hier bevorzugen. Zweiter Tag. Der liebe Unge ist nicht nur einer der erfolgreichsten Streamer, Party, Partu, Dschungelüberlebensprofi, sondern jetzt auch Produkthersteller. Der liebe Unge hat in der Kooperation mit Just Spice ein eigenes Gewürz rausgebracht. Das ist eine asiatische, vegane Reispfanne. Die habe ich bestellt. Man findet das Ganze auch bei Rewe. Ich habe es nicht bei Rewe gefunden, deswegen habe ich mir zwei Tüten bestellt. Ich habe insgesamt mit Versand 7,80 Euro oder so bezahlt. Ist schon eine Menge. Und das Ganze werden wir jetzt einmal zusammen unboxen. Extra umweltbewusst eingepackt, jetzt nicht groß in irgendeine Plastiktüte oder so, sondern in so, ja, Zeitungspapier. Was ich übertrieben feiere, ist dieses Emote von dem Unge hier. Das ist so im Comic-Style. Ich finde, das Produkt an sich ist relativ gut aufgemacht. Wenn ich jetzt keine Ahnung hätte, wer dieser Unge ist, angenommen, ich wäre jetzt 60, wäre im Supermarkt, würde das hier sehen, würde mich das trotzdem ansprechen und ich würde es eventuell sogar kaufen. Natürlich braucht man für die Reispfanne auch ein paar Zutaten. Früher dachte ich immer, man kann diese Fixtüten aufreißen, das Ganze mit Wasser aufgießen und dann hat man sein fertiges Gericht maximal los. Also für die Unge Reispfanne brauchen wir 150
60 Gramm Reis, 500 Milliliter Wasser, 2 Lauchstränge, eine rote Paprika. Hier steht drauf, man braucht 2 Karotten, aber ich habe hier eine XXL-Karotte. Digga, die ein oder andere Dame hätte damit wahrscheinlich sehr viel Spaß. 100 Gramm gefrorene Erbsen. Das Ganze wird ein bisschen mit Sojasauce abgelöscht. Und um das Ganze zu toppen und zu pimpen zum Schluss, hat der Unge gesagt, er macht sich ganz gerne ein paar Cherry-Tomaten oben drauf. Ich habe jetzt auch die guten vom Bio und ein paar Cashewkerne. Zweitausend Jahre später. Bam, das ist jetzt die fertige Unge-Reispfanne. Also ich finde, die ist mir wunderschön gelungen. Sieht sogar einen Ticken besser aus als auf der Verpackung. Was ich dazu sagen muss, ich bin ein riesen Asiaten-Fan, also von dem Essen. Ich liebe einfach nur Reispfannen. Und ich habe in meiner Vergangenheit schon sehr, sehr gute Reispfannen gegessen. Deswegen ist die Messlatte hier oben. Ich hoffe, Simon, du enttäuscht mich nicht. Let's taste it, Alter. Allein beim Braten hat der Geruch von dem Essen mich so geil gemacht, dass ich fast probiert habe, aber auch nur fast. Auf dem ersten Geschmack kann ich jetzt direkt sagen, es hat schon einen richtig krassen, intensiven Geschmack. Aber jetzt keinen künstlichen, sondern eher so naturellen, den ich auf jeden Fall krass feiere. Knoblauch halte ich, ich schmecke Chili raus, Ingwer schmecke ich auch ein bisschen raus, das feiere ich nicht ganz so. Aber dafür, dass das Ganze eine Fixtüte ist, das muss man ja auch im Hinterkopf behalten, schmeckt es verdammt geil. Würde ich jetzt beim Asiaten ein veganes Reisgericht bestellen und wir das nach Hause geliefert bekommen, würde ich nicht rausschmecken, dass das Ganze mit einer Fixtüte gemacht worden ist. Jetzt ungelogen, es schmeckt wirklich richtig gut, auch wenn meiner Meinung nach ein bisschen Chicken fehlt. Und was ich auch noch richtig krass liebe bei solchen Reispfannen, wenn so ein Ei drunter gerührt ist. Das schmeckt auch babamäßig. Aber dann wäre es leider nicht vegan und somit nichts für den Unge. Fazit, wenn man Bock auf eine vegane asiatische Reispfanne hat, dann kann ich euch dieses Produkt auf jeden Fall empfehlen. Es schmeckt auf gar keinen Fall schlecht. Simon, Bruder, du hast mich nicht enttäuscht. Schöne Grüße gehen raus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls der Fall war, könnt ihr auf Ehrenbruder-Basis einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr dieses Format in Zukunft weiterhin sehen möchtet, schreibt es mir in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Kuss.